Und da bin ich wieder. Moin, moin. Ah, es wird wieder Zeit für Donkey Kong. Und ich merke gerade, der Sound ist doch vielleicht ein bisschen laut. Ich gehe mal in eine Konfiguration, bestelle ihn mal auf 34. Das ist wohl in Ordnung. Das ist gut. So. Sumpf des Wahnsinns. Unser nächstes Level. Ach, Mist, ich bin alleine. Oh, hier brauche ich nämlich meinen Diddy. Da ist er. Yeah. So, hier jetzt wird es ein bisschen kritisch. Guck mal, ob ich das hinkriege. Ja, sieht gut aus. Ja, das ist gar nicht so leicht. So. Und diese Kiste müssen wir öffnen. Ach, die DK-Münze. Yeah. Ja, ja, hat viel mit dem Schilf zu tun, das hier hängt. Oh, nicht gekriegt. Egal. Da wird es gleich noch drauf angehen. Aber ich möchte nicht zu viel spoilern. Oh, da geht es nämlich schon los. Da ist das erste Kroko. Ah, wir warten eine Runde. Geh unter. Ich weiß, dass du untergehst. Danke. Ganz subtil. Uff, nach oben. Und keine Spinne dürfen wir da haben. Na, wer kann sie denn da nur sein? Hallo. Ist immer noch ein bisschen laut, ne? Jetzt noch mal ein bisschen anders stellen. Ja, sorry Leute, aber das ist live. Ich stelle es mal auf 30, dann sollte es reichen. Oh ja, 30. Jetzt mal weg mit dir. So, diese Fässer holen die Krokos herbei. Ah. Hau ab. Hau ab. Ich weiß jetzt auch nicht selber nicht, ob das was bringt, wenn man öfter dagegen springt, ob die dann länger da bleiben. Jedenfalls ist das zeitlich immer ganz knapp bemessen. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte Dixie in den Anfang stellen. Kann ich hier noch? Gut. So. Komm mal her, Dixie. Denn das wird gleich wichtig, und zwar hier. Scheiße, das war ungewollt. Schnell. Hopp, hopp, hopp. Yes. Da ist das Ding. Nice. Ah, schön. Ja, Sumpf des Wahnsinns beendet. Klappermisere, ach, du ahnst es nicht. So, Klapper ist ein sehr gefräßiger. Da kann ich wahr. Und ich komme da nicht hin. Nein. Das heißt, das müssen wir gleich Level nochmal machen. Klapper ist eine sehr gefräßige Schlange. Bring, da ist er. Oder ja, sprungfreudig. Oh, er hat einen der geilsten Soundtracks. So, und jetzt spielen wir komplett einmal mit Klapper. Ach, na, lass hängen. Brauche ich nicht. So. Klapper haut auch die Schlangen weg. Mein Gott. Die Bienen, die Zinger. Und was haben wir hier? Ein Bonus. Finde die Münze. Ja, Klapper nicht wirklich schwierig. Können ja über die Zinger jumpen. Und die eine darf leben. 30 Münzen. Wir können schon zwei Bonuswelten betreten. Das war doof. Was ist da denn drin? Nischt. Na toll. Leute, habe ich gar nicht gesehen, wo ich gelandet bin. Ja, hier sollten wir aufpassen.
Ja, ich weiß. Ich muss da unten lang. Was aber nicht so cool ist. So, da gibt es nämlich die DK-Münze. Yeah, Mittelfass. Opa! Schweinchen, pass auf! Da mich die Buchstaben jetzt herzlich wenig interessieren. Hey, können wir mal getrost drauf scheißen? Oh, sammle die Sterne, das ist auch immer schön mit Klapper. Bring, 75 Stück sind halt, die sind hier oben. Lass mal die unteren alle snacken. Man kann den Spin Jump hier, also ja, das heißt Spin Jump, diesen Supersprung machen, aber der kostet nur Zeit und ist eigentlich komplett sinnfrei. Die nehmen wir mit. So, der kommt hier jetzt hin, dass es nicht so schön ist. Danke. Muss hier nicht hin. Ach Gott, jetzt schießt er mit Kanonenkugeln. Da können wir natürlich nicht drauf jumpen. Hörst du auf? Lass mal alle ins Wasser schmeißen, ey. Okay, der kommt von da. Gut, das hat gut geklappt, das auch. Überraschend. Jawoll. Ups. Die holen wir uns auch noch. Tschüss, Kleiner. Ach ja, und das war's. Oh. Auf die Münze bitte. Haha. Das ist auch gemein, dass hier so ein Dixie-Fass steht, ey. Als ob man das riechen könnte, dass man Dixie am Ende noch braucht. Wenn nicht, hat man Pech gehabt, ne? Aber hinter dem Dixie-Fass, hinter dem Ziel war, glaube ich, noch eine Fass. Ey. Ja, und wie gesagt, wir hatten noch nicht alle Bonus-Level. Das hole ich hiermit nach. Wenn's mal kommt. Da, find the token. Ach ja, und hier ist eigentlich... Ja. Könnte man besser mit... Kann man mit... beiden machen. Die meisten machen es mit Dixie. Aber so geht's auch. So, und ich möchte die Items dann nochmal haben. Danke. Und drücke jetzt Start und Select. Tada! Da geht's übrigens zu meinem Lieblingslevel. Ich freue mich schon. Kletterschleim! Das ist jetzt das Zeitrennen mit diesem netten Piranha da. Und das Tolle ist, das Wasser kommt und das Wasser steigt. Das ist überhaupt nicht lustig, denn wenn der Klapper uns erwischt, ist das ein sofortiger Instant-Tod. Geh weg. Danke. Noch Platz. Hier ist das noch relativ nett gemacht. Da sind sie doch nicht allzu schnell. Na, hallo, jetzt vielleicht mal... Oh, so, wir kürzen mal ab. Machen dasselbe hier. Passen ja nix. Boom, Mittelfass. Der muss weg. Und dieses Unverwundbarkeitsfass nutzen wir. Wo ist es? Da ist es. Richtig fies versteckt, ey. Sammle die Sterne. Das ist, glaube ich, schon ein Tacken schwieriger, wenn man Dixie nicht hat. Mit Didi müsste man es halt mehrere Male machen. Mit Dixie ist es relativ simpel gehalten. Scheiße. Und ich merke schon, wie schwierig das ist. Gleichzeitig. Ja, super. Gleichzeitig zu reden und zu spielen, das ist enorm schwierig. So, jetzt ist ein Blind Jump.
Das war auch Blind Jump toll. Scheiße. Ah, und Dixie ist halt ein bisschen langsamer als Diddy. Und ich bin leider gewohnt, komplett mit Diddy zu zocken. Ah, geschafft. Geh weg, Wasser, geh weg. Nein. Oh, ist weg. Diddy? Wo bist du? Nehmen wir die Kanonenkugel mal mit. Da ist nämlich eine Kanone. Eieieiei. Mann. Mach alle Gegner fertig. Okay. Oh, danke. Und hier sollte man auf jeden Fall mit Dixie machen. Und Dixie kann von hier einfach werfen. Dann sind die Gegner gecheckmated. Aber Diddy darf die Lorbeeren einsammeln. Ja. Sarrazin hätte es auch so gewollt. Voll fies. So, der ist wichtig hier. Das nette Unbesiegbarkeitsfass. Denn unterhalb des Ziels steckt mal ebenso die nette DK-Münze. Was übrigens total fies ist, was ich beim ersten Mal nie gesehen habe. Wenn man jetzt aber das so macht wie ich jetzt, sieht man das nicht. Wenn man von den Libellen ins Ziel springt, dann schwenkt das Bild noch ein bisschen weiter und man sieht die DK-Münze, was echt gemein ist. Swanky schenke ich mir jetzt mal. Affen-Action. Oh, die Musik. Hört die Musik. Gott, ist die Musik schön. Eine absolute Lieblingsmusik aus Donkey Kong. Oh, ist so geil. Oh, scheiße, nicht gesehen. Ah! Was denn? Jetzt bin ich von der Musik so berauscht, dass ich nicht aufs Gameplay achte. Was natürlich fatal sein wird. Da war das Bonuslevel, was ich gesucht hatte. Finde die Münze. Das ist auch nicht wirklich leicht. Am besten geht man einfach außen rum. Das war doof. Ich muss da rein. Danke. Und ich glaube, der geht nur dahin. Du schießt mich dann bitte nach oben. Dahin. Dahin und dahin. Yeah! Oh Mann, aber ich liebe diese Musik so. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ah, Gottes Willen, was war das denn? Heiliger Wasenlack. Schon Angst gehabt. Ich mache das auch viel zu schnell, merke ich gerade. Aber es geht halt so schön. Uah, was war das denn? Leggy Leg Leg. Nee, hier ist Dixie besser. Denn mit Dixie können wir das hier fein überspringen. Hallo? Wo war denn das nächste Bonusfass? Ach ja. Drehst dich wieder, mein Held. Hier geht das ja noch mit den Fässern, das ist ja kein Problem. So, und jetzt nach links. Boah. Close one. Hi, Squawky. So,
Aber mit Squawky kommen wir die ganzen Sachen hier auch ran. Oh, den können wir nicht umknallen. Schnell weg. Ah. Squawky kriegt später noch seinen eigenen Level. Das wird schon schlimm genug da. Finde die Münze. Ja, das ist relativ. Obwohl, das kann auch tricky sein. Wenn man mit Squawks nicht umgehen kann. Da ist er. Und noch ein Leben. Schön. Und da ist das G und das Ziel. Oh. Das war schön. Haben wir alles? Ja. So, Cutkills Herausforderung. Eieieiei. Der Endboss der dritten Welt. Es ist... Oh, Klobbers Bruder. Oh. So, da benutze ich mal den schnelleren. Wenn wir denn auf den Boden kommt, dann macht er so ein nettes Erdbeben. Wobei wir nicht unbedingt da stehen sollten. TNT. Boom. Naja, schlag du mal. Gibt's meins. Bumm, da ist der zweite Treffer. Uah. Boah, das war knapp. Ja, Cutkill ist sehr... Der hält einiges aus. Er braucht auch 6 Treffer. Das war der nächste. Und jetzt ändert er seine Taktik und springt so. Und da muss man echt aufpassen. Bam, bam. Bumm. Ja, einer noch, komm. Komm, last hit. Und soll Diddy tatsächlich meine Welt beenden? Es soll so sein. Da fliegt er. Plupp in den Sumpf. Yeah! Das war Cutkill! Ich weiß, noch sieht es relativ leicht gemacht aus, aber ich verspreche euch, das ändert sich. Ah, Kremkai, alles erhalten. Und wir sind im tiefen Kremlin, meiner absoluten Lieblingswelt. Aber bevor ich hier weitermache, werde ich einen kleinen Schnitt machen. Also, wir sehen uns gleich!